Liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Es wird wohl knifflig. Hieß es Ende der letzten Folge. Wir sind immer noch dabei, uns hier aus dem Schauring Azkaban Gefängnis, das anders heißt, rauszukämpfen, aber sich recht ähnlich anfühlt. Da waren ein paar Nüsse dabei, ein paar Denknüsse, ein paar größere Aufgaben. Und jetzt, glaube ich, die nächsten. Mal wieder 2D. Gott, das haben wir echt ein bisschen kirre gemacht, letzte Folge. Zack. Wir haben zwei und wir haben Metall. Okay, hier waren zwei große Metallkisten. Ja, Nummer eins. Nummer zwei. Okay, und hier können wir auch weiter. Wir suchen einen blauen Schlüssel, um in dem Gang, wo wir gerade herkamen, weiterzukommen. Okay, hier muss ich scheinbar auch wieder was besiegen. Dann kommen wir da raus. Das ist neu, oder? Dass sie das können. Und da ist ein mysteriöser Schalter und da noch mehr geschrieben. Aus diesem kaputten Rohr war Schleim ausgetreten. Okay. Genau, und dann müssen wir uns Grumweil natürlich noch stellen. Der herzlose Verräter hatte die drei armen Kreaturen besiegt. Ja, ja. Ah, okay, das macht er. Okay. Hier haben wir eine 3. Mal gucken, was wir damit machen. Wir können unten. Wahrscheinlich können wir die. Unten war eine 2, ne? Hier können wir raus. Hier ist noch mehr. Okay, eine Menge. Eine Menge Wörter auf jeden Fall, mit denen wir arbeiten können. Eine Diamantenbüste spiegelte den Ruhm des großen Grumweil wieder. Diamant. Okay. Weiß auch nicht, was ich damit soll. Wir öffnen das mal hier mit dabei. Also wir haben zwei große Metallkisten. Was passiert, wenn ich könnte drei Metallkisten draus machen? Ja, wir können raus. Ich muss das einmal an. Also das ist ja hier nicht. Ah, mach ein bisschen großen Weg laufen. Sicherlich nicht umsonst alles. Ich habe jetzt das Gefühl, wir nähern uns langsam dem Ende des Spiels, oder? Das ist so ein bisschen die Vorbereitung aufs große Finale. Ich will wahrscheinlich hier, ne? Aus diesem kaputten Rohr war Schleim ausgetreten. Jetzt, wir müssen an das Kaputte ran. Naja, wie wär's, wenn wir die sliden? Das müsste doch jetzt gehen. Und wir gucken uns das erstmal von außen an. Weil wenn ich jetzt sage, kipp. Jetzt alle rüber kippen zusammen. Jetzt hätte ich den Weg da drüben. Jetzt kann ich drüben ja ums Eck rumgehen und mir das Kaputte holen. Ich weiß noch nicht, was ich eigentlich damit will. Vielleicht müssen wir die Büste von Grumweil kaputt machen. Wir suchen ja einen Schlüssel, ne? Ich tippe mal, dass der Schlüssel unter der Büste ist. Das heißt, ich will das kaputt haben. Das Ding ist, wenn ich jetzt hier wieder reingehe, jetzt komme ich ja hier nicht mehr rum. Warte mal, welcher slidet? Hier, der slidet, der. Ah ja, guck mal, wie wär's, wenn ich dann sage. Ihr. Du zumindest. Die beiden jetzt in dem Fall. Ich wollte ihn oben links auf jeden Fall stehen lassen. Nee, warte mal, das haut nicht. Ich glaube, es ist irgendwas, das ist korrekt, aber ich hab's noch nicht ganz durchdacht, oder? Weil, wenn ich jetzt sage. Jetzt bleibt der, jetzt kann ich rumlaufen. Aber das. Ne, das ist ja noch quatschig. Das ist quatschig. Nehmen wir nochmal weg. Aber so geht's, oder? Einer muss bleiben, damit ich rumkomme. Und dann brauche ich aber zwei, die hier so sind. Aber wenn ich nur den rüber slide, dann ist der ja hier. Da hilft der mir ja nichts. Hey, warte mal. Also der Gedanke ist, glaube ich, richtig. Oder muss ich noch was anderes machen? Große Metallkisten?
Die zwei. Ich überlege gerade, was ich mit den Wörtern noch machen kann. Ob ich Diamant mit Metallkiste tausche, aber was soll ich mit dem Diamanten anfangen? Ja, wenn ich die jetzt kippe. Das ist ja zu viel eigentlich. Ich brauche nur den einen in der Ecke. Aber ich brauche eigentlich da auch. Ich brauche die doch alle da drüben, um rumzukommen. Irgendwas ist. Ah nee, ich komme ja nach hier. Ah nee, es war doch richtig, sorry. Das ist ja hier schon deaktiviert. Das habe ich nicht. Dann war es doch korrekt gerade, oder? Alles einmal rüber. Dann ist es ja gut. Nee, nee, nee. Passt. Sorry, ich habe es genau richtig gehabt schon. Ich habe nicht gesehen, dass der ja unten ist. My bad. Dann genau so. Du bleibst auch da. Beide mit da? Danke. Ja, jetzt sind sie beide. Jetzt kippe ich zurück und jetzt komme ich herum. Also kam ich davor auch schon, aber ich habe es erst jetzt registriert, dass ich halt den Weg da schon frei hatte. Ich dachte, ich muss quasi auf der anderen Seite des roten, nicht mehr vorhandenen Tores laufen. Dann ist alles gut. Und dann machen wir mit kaputt die Metallbüste wahrscheinlich kaputt. Und freuen uns, dass dieser Plan so gut funktioniert hat. Kaputt. Wir können hier wieder nicht runterspringen. Das nervt. Ah, nee, ich will ja eh darüber. Sieht so süß aus, wie er das trägt. Und wenn es nur aus Prinzip ist. Ah, können wir den sprengen? Das haben wir da auch gelernt, dass man solche Sachen in die Luft jagt. Ah, wird das nicht. Ah ja, ah, aha. Hm. Ist nicht, was ich suche. Ja, ist nett, aber nicht, was ich suche. Ist sehr nett. Gut, hier ist jetzt ja alles durch. Diamant, Diamant, Diamant. Könnten sie wieder aufbauen, oder? Ach, guck mal, wenn wir die Kollegen sprengen. Ich meine, warum nicht? Es geht ja bestimmt. Also, ich kann nichts damit also kaputt machen in dem Sinne, oder? Also, falsch kann es nicht sein. Ups. Aha! Ah ja, und ich musste das Ganze machen, weil ich das kaputt machen brauchte, ja. Sonst wäre es nicht gegangen. Got it. Geil, okay, dann haben wir den Schlüssel, dann geht's weiter. Guter erster Raum. Gefühlt ein bisschen flotter als beim in der letzten Folge auf jeden Fall unterwegs. Mal gucken, was hier noch kommt und ob es knifflig bleibt. Auch dieses Tor konnte das Mojang-Team nicht aufhalten. Gut gemacht, Jot. Gerne. So. Hier ist wieder eine undankbare Tür. Seht mal da, die Trommelstöcke von Krass. Ja, nimm sie doch mit. Also gut, er muss in der Nähe sein. Jot, nimm die Stöcke mit. Tu sie doch mit, ey. Okay, eine Knopftür, gar kein Problem. Finden wir ihren Besitzer. Ja, guck mal, Progress. Warte. Weil sobald wir Krass haben, müssen wir halt das Ganze noch, hier ist ja schon so eine Zellentür wieder, noch verlassen und dann zurück nach Artia. Das Ding ist, wir brauchen ja noch irgendeinen Move. Achso, ich dachte, er kommt raus, okay, ich jetzt wieder rein. Irgendwas, womit wir dann Grumball noch besiegen können, ne? Ich frage mich ja nach wie vor, ob Grumball nicht klar ist, was passiert, wenn dieses Buch vergessen wird oder nicht mehr gelesen wird. Krass. Leute! Euch geht es gut. Euch geht es gut. Uns geht es allen gut. Ich meine, klar doch. Wer sollte das Mojang-Team aufhalten, hm? Niemand. Keiner legt sich mit dem Mojang-Team an. Mit dem Team, mit uns. Nicht mal mit, nein, gar niemand. Das ist so ein bisschen
Awkward. Hast du Mojam gesagt? Ich hab's gesagt. Sie hat's gesagt. Dann lasst uns loslegen. Na, jetzt wird wieder getanzt. Mojam! Oh, Mojam. Okay, ja, das macht mehr Sinn als Mojam. Okay, da habe ich mich echt hineingesteigert. Mir ist schwindelig. Ich glaube, ich bin einfach unheimlich froh, euch alle zu sehen. Das sind wir auch krass. Es ist wunderbar. Krass. Lass mich dir erzählen, was alles passiert ist. Ihr habt es schon mitgekriegt, Vincent. Rumball herrscht von seinem Palast aus über Arzia. Die Königin ist gefangen, wo man auch hinsieht. Üble Dinge. Ich habe die Wachen belauscht. Also, machen wir Rumball fertig. Wuhu. Süß. Dann, wo geht's hier raus? Eins meiner liebsten... Jetzt waren sie zu viert. Ja, nein, es wird immer schlimmer. Eins meiner liebsten Gefängnislevel... Das ging wirklich entschieden zu weit. Ist ja, glaube ich, in Thief Deadly Shadows. Nee. Doch, oder Teil 3 auf jeden Fall, meine ich damit. Was so ein optionales Ausbruchslevel ist, wenn du irgendwo in der Stadt mal ertappt wirst beim, ja, Einbrechen. Ich will den Upgrade machen erst. Und als nächstes holen wir uns hier dann den Wirbler. Aber ich nutze auch den Sprungangriff kaum, von daher. Lieber das Upgrade, was ich eh schon habe. Auf jeden Fall, ja, wie gesagt, ein komplett optionales Level, wenn du ertappt wirst. Und das fand ich irgendwie immer ziemlich cool. Dass du es theoretisch ja komplett verpassen konntest. Und da natürlich auch erstmal ohne dein Equipment aus diesem Gefängnis rauskommen musst wieder. Wie geht es mit dem Training voran, Mitarbeiter Wüterich? Es läuft ausgezeichnet, Mitarbeiter Wallung. Ich habe heute bereits 5 weitere Mitarbeiter wegen Fußarbeitsverstößen melden können. Das hält fit. Moment mal. Die sollten nicht hier sein. Hey, Grumweilinge. Wir sorgen dafür, dass ihr ganz viele Verstöße zu melden habt. Kommt ihr zu uns runter oder muss ich zu euch hoch? Oh, okay. Okay. Schild. Servus. Und sind dicker. Okay, jetzt aber richtig zur Sache. Moment. Wer ist Freund, wer ist Feind? Okay, ich mach den dicken. Und den Rest. Da ist noch einer. Auf ihn. Müsste jetzt nicht das Tor da aufgehen und dann kann ich darüber jumpen. Alles klar. Auf ihn! Ah, es fühlt sich viel, viel besser an, wenn die mitkämpfen. Das hat mich wirklich massiv gestört bisher im Game immer. Das ist total dämlich, dass sie so passiv gewesen sind in der ersten Hälfte. Wen hältst du dich? Du, hä? Huh? Oh, das ist eine Menge Leben. So, da kommt eine Brücke, okay. Uah! Hallo. Surprise. Warte mal, die machen wir erst mal platt, oder? Das ist schon ganz geil. Er hat es noch nicht ganz mitbekommen, was hier passiert. Okay. Wofür will ich denn dann raus? Und wieder ein Siegen der Störenfriede. Hey, falls wir meine Band gründen, wäre das echt ein cooler Name. Ja. Ja. Geht besser. Weil ich damit abkürzen kann? Warum will ich das? Hä? Wofür ist das da? Weil ich kann doch da auch einfach... Stimmt, ich kann hier auch einfach runterspringen. Ich dachte, ich muss das machen, weil es eine Abkürzung ist. Aber der Shortcut ist ja schon hier.
Ist mir nicht ganz klar. Vielleicht wird sich das später erklären. Okay. Ein robustes Rohr, das transportiert sich ja mit Metamagie. Das grüne Zeug hat wirklich ungewöhnliche Eigenschaften. Es kann Dinge aus dem Buch herausbringen oder sie sogar von Seite zu Seite übertragen. Also, so hat Mondbart es mir erklärt. Er sagte etwas davon, dass man die Seiten zusammenpressen soll, um Sachen zu übertragen. Okay, ich habe ehrlich gesagt nicht wirklich zugehört. Mein Magen hat geknurrt, der ist Magie. Und ich konnte nur an Käse denken. Das kann jedem mal passieren. Okay, kleines, müssen wir so eine Rohrleitung bauen, habe ich das Gefühl. Da sehen wir das fehlende Teil doch eigentlich schon. Schaffen die das wirklich, denn eigentlich platt zu machen? Oder ist das eine reine Illusion? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe einen Schlag weniger gebraucht als sonst. 2, 3, 4. Ja. Dieses Stück musste von Metamagie gesäubert werden. Indem wir es... sliden? Kann das das? Oh, jetzt geht's aber nicht mehr in eine Richtung zurück. Da kann man ja das kaputt machen, oder? Das sieht kaputtbar aus. Nicht, was ich gesucht habe. Ach, ich muss es zusammenpressen, dann kriege ich es rüber auf die andere Seite. Okay, ja, ja, klar. Ach, geil, okay. Okay. Aktiviert! Genau, und ich musste es aber, also das Sliden war jetzt ehrlicherweise nicht absichtlich. Also Teil meines Plans, sonst hätte ich es aber wahrscheinlich an die falsche Stelle gedrückt, ne? Also habe ich durch Zufall alles richtig gemacht. Moment mal, wie ist dieses Rohrstück von hier nach da gekommen? Kühnes Ding, wie oder? Ganz kühnes Ding. Okay, den fand ich gar nicht so schlecht. Allerdings das Schriftstück oder die... Das Bild haben wir jetzt verpasst. Eigentlich. Was die ganz gut machen, ist die ziemlich so ein bisschen Akku. Moment, das ist eine andere Höhenebene. Das sieht aus wie der sichere Tod, aber wenn ich gerade schleudere, ist das wieder so ein Ding. Danke. Dann kann ich gleich das Schwert in die Richtung benutzen. Ja, guter Agent. Tür. Mann. Ah, okay. Ist das? Ne. Ich wusste. Oh, jetzt wieder mal den Wirbel haben, ne? Aber immerhin den Sprungangriff einmal wieder sinnvoll eingesetzt. Jetzt zählen wir auch die Kohle zusammen für das nächste Upgrade. Für den Wirbler. Der will da rüber, ne? Boah, das ist ja mal ein großer Schalter. Er scheint dieses Tor da zu öffnen. Ach nein. Vielleicht könnten wir uns alle draufstellen. Nein. Naja, es war ein Versuch wert. Offenbar brauchen wir was Schwereres als uns vier. Ja, aber könnt ihr bitte aus dem Weg gehen? So. Frage. Das geht ja so nicht. Kann ich den jetzt... Kommt der hier nur noch da? Muss ich... Moment mal. Überlege, ob ich ihn irgendwie stempel. Ach, ich muss ihn ja nach unten kriegen. Probieren einmal, was passiert, wenn ich ihn darüber stempel. Jetzt habe ich ihn nach da gebracht.
Ich will ihn ja eigentlich ganz rechts haben, ne? Und dann zurückstempeln, vermute ich. Wenn ich ihn jetzt stempel, wo landet denn er dann? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Wie kriege ich ihn denn aber runter? Das hat jetzt gar nichts gebracht, zum Beispiel. Jetzt anders, ich kann ihn auch gar nicht mehr jetzt wieder zurück. Er ist jetzt auf der Seite fest. Wenn ich versuche, ihn hier nochmal rüber zu schneiden, das bringt auch nichts, weil dann hängt er da ungefähr, wo der Mini-Typ steht. Oder hol dich nicht hin. Wollte ich hier vielleicht doch hin, um es von der anderen Seite anzugucken? Bin mir nicht ganz sicher. Wir gucken uns das mal an. Ist auch so komisch geneigt ist, ne? Ich will ihn ja eigentlich in diese Richtung halt. Aber da habe ich ihn gerade rausgeslidet, ne? Eigentlich, es sieht halt so krass aus, als wäre er so. So. Und wenn er dann so und dann. Das kann ich auch gar nicht mehr vorbei. Aber irgendwie. Jetzt müssen wir eh diesen Umweg hier gehen. Also, die Idee ist klar, ne? Ah, ne, wir wollen nur eine Seite, nicht das ganze Buch. Ja, kann ich das Buch drehen? Ich kann jetzt nicht mehr, aber habe ich's? Ach, jetzt gerade doch was? Okay, jetzt ist es doch passiert. Und wenn ich ihn jetzt hier kippe auf der Seite, passiert ja weiter nichts. Jetzt ist er da. Was hilft er mir da? Was ich halt nicht checke, ist, wie kriege ich ihn runtergedrückt? Also zu uns. Durch Sprengung. Durch Sprengung. Nee, das ist nicht Sprengung. Nee, warte, das muss weg. Ausradieren. So war das nicht. Stimmt, das haben wir lange nicht gemacht. Zündung. Nee. Hey, aber konnte man nicht Objekte? Ja, dann doch. Okay, warte. Ich gucke uns das von der anderen Seite nochmal an. Jetzt ist er da. Wenn ich ihn jetzt, vielleicht muss ich ihn von hier sprengen? Ah, das sind Schiebedinger, alles klar, na geil. Ach, das sind sogar die Symbole quasi da. Jetzt müsste es schon gelingen, ihn auf der richtigen Seite rüber zu stempeln, oder? Das klingt gut. Und ist das jetzt, müssen wir nur noch. Nee. Ja, war das richtig oder was? Er muss doch weiter rechts liegen, ne? Weil das Buch nur in die Richtung kippt. Wo hatte ich ihn jetzt gerade liegen? Ich hatte ihn hier, oder? Ich weiß nicht, ob ich das gerade getan habe. Aber jetzt hier zum Stempelkissen bringt mir nichts. Nur die hier funktionieren. So, nach da. Aber lag der gerade hier schon? Ist wirklich die Entsprechung, weil er liegt doch so, als würde er. Ah!
Er ist innen... jetzt stimmt. Er ist nämlich von hier rüber gestempelt worden, weil er innen gerutscht ist. Ich muss ihn festmachen und dann kippe ich ihn. Weil man hört den ganz, ganz leise. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Man hört quasi den Aufprall. Jetzt kann er sich nämlich nicht mehr bewegen. Nee, falsch rum. Ich muss ihn erst ausradieren. So, erst Bombe. Okay, warte, jetzt haben wir es. Ich zeig's euch. Ich zeig's euch. Nein, falsche Taste. Zündung. Stempeln. Und jetzt bleibt er nämlich an der Stelle liegen und wird es auch richtig rübergestempelt. Ich habe mich gerade gewundert, hey, warum lag der denn so weit links? Und dieses Geräusch, was nicht gehört hatte. Sehr gut. Das ist erfreulich. Jetzt haben wir es doch, glaube ich, dann. Wo war das Tor? Da. Jetzt wundert sie sich wieder. Na huch. Mit der Kiste hat es geklappt. Ein großer Kasten hat uns übertroffen. Unterschätze nie die Wirkung übergroßer Metallkisten. Die Kraft des Heavy Metal, Leute. Okay, ja, ja. Los, dann lasst uns mal verduften, Leute. Verduften wirklich. So, ich möchte jetzt hier noch rauskommen, endlich. Wartet! Weiteres Datenzentrum voraus. Puh, wie viel Papierkram brauchen diese Typen eigentlich? Zu viel, aber das hält sie auf. Was gut für den flinken Vincent ist. Oh, ich will nicht. Ich will nicht wieder diese Datenzentrumsgeschichte machen müssen. Das dritte Datenzentrum befand sich vor der Halunkenbande. Erneut machte sich der Nervige Lager bereit, hindurchzuhuschen. Diesmal jedoch würden die Wachen den Schurken zweifellos schnappen. Da sie kürzlich eine umfangreiche Sicherheitsschulung erhalten haben. Nee, keine Sicherheitsschulung. Please not. Du guckst nur gerade aus, ne? Okay, für die Animation ist es schon irgendwie ganz nett. Okay, aber wir wissen, es braucht zwei. Okay, okay. So, ist nicht so knifflig bisher, ne? Ja, ich muss da in den Mitteldinger zwischenlagern, ne? Wie war das jetzt? Nein, aber kann ich den einfach ignorieren, aber... Oh Gott, wie geht denn das? Warte, ich schalte einmal den... Ich wollte ihn unter mir ausschalten, um irgendwie ein bisschen Platz zu schaffen. Muss ich ja nur hinterher... Okay, wartet, wartet, das muss ich analysieren. Jetzt. Wo ist der Moment, wo ich. Dann dreht er sich sofort um. Okay, warte. Okay, er ist ein bisschen dumm, dass man. Jetzt kann ich. Aber dann kriegt mich der andere ja. Doch, nee, aber es gibt den Moment, wo sie beide draufstehen, ne? Warte mal, er ist woanders, er ist woanders. Der Moment, wo ich gehen muss, ist woanders. Ja, das war ich, weil ich einmal mich verdruckt hatte. Nicht ungeduldig werden, Alter. Nicht ungeduldig werden. Sagt er zu sich selbst. Genau, der eine Schalter löst ja beide aus. Ich war kurz irritiert, als den anderen gerührt. Der ist ja für die Tor. Da, oder? Nee, aber da muss ich dann drauf.
Das Ding ist, wenn ich jetzt, sieht er mich doch sofort. Weil ich will immer, wenn ich jetzt ohne, jetzt. Aber dann schneide ich mich doch da um, wenn ich sage, und jetzt? Und dann habe ich... Okay, doch, es war einfacher, als ich dachte. Puh! Ach, shit. Es kommt noch mehr. Ah, Mister. Mister, ich habe ein Fernglas. Was macht das? Das macht eine... Das macht alle hoch. Das sagt mir aber, glaube ich. Ne, jetzt machen wir den. Hm? Was macht der? Der macht wahrscheinlich die Wand weg, ne? Ah! Zu schnell vorgedrückt. Sorry, wollte ich nicht. Okay, aber hier kann ich ja entspannt drüber. Hier warten wir, bis der durch ist. Hier warten wir, bis der durch ist. Warten wir auf die. Ah, ich war zu langsam. Zu langsam. Da muss ich exakt in den Takt mit dem Typen sein, ne? Ist wirklich mehr mein Lieblingsspiel, sage ich euch. Mein Lieblingsminispiel. So, da warten, bis er sich umdreht. Oh, kann ich ihn da in die trappen? Er wird dann aber weitergehen, oder? Geil, okay. Ah ja, doch, ich muss ihn sogar trappen. Warte, er guckt nur da und da, ne? Ah, gut, auch da. Guckt er wieder rechts. Da, jetzt guckt er oben, ne? Ich warte, dass er links guckt. Okay, das fand ich sogar ganz nice. Das war's jetzt aber, oder? Immer zwei. Puh, kein Datenzentrum mehr, bitte, Leute. Die Schulung der Wachen hatte wirklich sehr viel Gutes bewirkt. Oh, das ist der Erzähler unglücklich. Eine rundum tolle Leistung, den nervigen Alarm durchschlüpfen und am Einlassen der anderen Verräter zu hindern. Die Wachen würden einander sicher zu ihrer tadellosen Leistung gratulieren. Dort am Grunde der Grube, in die man sie bald werfen würde. Das ist ein bisschen biased, das Gefühl. Gut geschlichen, Vincent. Bin begeistert von deinem Rhythmus. Oh, danke, das ist aber lieb. Hey, ich glaube, dass wir die Unheilstiefe fast hinter uns haben. Weiter geht's. Fast hinter uns haben, na gut. So, jetzt ist aber nämlich auch, glaube ich, hier das letzte Ding, was wir kaufen können. Ah, Wirbelangriff, Aufwertung noch, aber ansonsten... Eine Ermangelung von neuen Fähigkeiten, die es da gibt, würde ich fast behaupten, dass das dann war. Die Plagegeister kamen hervor. Und erblickten ihr fürchterliches Verderben. Eine sehr stabile, sehr verschlossene Eisentür. Oh oh. Hm, das ist knifflig. Irgendein neumodischer Apparat. Die Tür öffnet sich nur, wenn sie ein Gesicht aus Grumbalds Armee sieht. Unsere hübschen Gesichter wird sie nicht würdigen. Kein bisschen. Aber... Das ist das einzige Gesicht, das ich da habe. Was machen wir denn jetzt? Wir verlassen diese Welt und holen uns ein Bild von jemandem? Aber wahrscheinlich erst in der nächsten Episode, liebe Leute. Und dann brechen wir hier aus. Und dann glaube ich, ja, auch jetzt mit diesen Fähigkeiten, geht's wirklich, schlittern wir ins nächste Finale.